Heute machen wir super leckere Beef Chimichangas mit Sour Cream und Salsa, also dranbleiben. Wir starten mit Sour Cream, bestehend aus 200 Gramm Spand und Magerquark, zwei Knoblauchzehen fein geschnitten, eine halbe rote gewürfelte Zwiebel unterheben. Dazu ungefähr 4 Esslöffel Schnittlauch, so ein bisschen grob nach Gefühl, ein Teelöffel Zucker, etwas Salz, eine ordentliche Portion, ein bisschen Pfeffer und dann noch ein bisschen Zitronenabrieb einer Bio-Zitrone und den Saft einer halben Zitrone ausgedrückt. Das Ganze kann dann im Anschluss einfach grob miteinander vermengt werden. Dann stellen wir das Ganze in den Kühlschrank, dann kann das ein bisschen vor sich hinziehen. Währenddessen für die Salsa habe ich eine Tomate gewürfelt. Dazu jetzt die andere Hälfte der roten Zwiebel. Wir nehmen jetzt hier rote Zwiebel, damit die im rohen Zustand einfach nicht so scharf ist. Ein Teelöffel Koriander, ein bisschen vom restlichen Schnittlauch, den wir noch übrig haben. Das sind so 2 Esslöffel ungefähr. Dazu einen Esslöffel Olivenöl, damit das Ganze schön ziehen kann gleich. Dazu auch hier wieder etwas Pfeffer, etwas Salz und das Ganze dann unterheben und auch hier wieder zur Seite stellen zum Ziehen. Für unsere Fleischfüllung 400 Gramm Rinderhack, eine weiße gewürfelte Zwiebel und eine rote Paprika. Das Ganze pfeffern, salzen, dazu noch ein bisschen Paprika edelsüß und ein bisschen Zucker zum Karamellisieren. Wer möchte, kann auch Cayennepfeffer nehmen, wer so ein bisschen noch die Schärfe drin haben will. Ich habe jetzt noch 3 Teelöffel Sojasauce genommen, einfach so ein bisschen für die Würze. Und ein bisschen Worcestersoße obendrauf zum Abschmecken. Die Pfanne mit etwas Öl auf die Herdplatte heiß das Ganze dann dementsprechend anbraten, in die Pfanne geben. Währenddessen habe ich ein bisschen Käse dazu gerieben. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Old Amsterdam, Cheddar, Butterkäse, was auch immer ihr da haben wollt. Das Hackfleisch schön knusprig anbraten, dass es schön dunkel wird. Und dann habe ich jetzt hier ein paar Tortillas vorbereitet. Die Fleischmischung in die Mitte, obendrauf unseren Käse, das Ganze dann jeweils an den Seiten einklappen, einmal drehen und dann wie ein kleines Päckchen zusammenrollen, sodass wir so kleine Pakete bekommen, die wir dann weiterverarbeiten. Frittierfett 170 Grad ungefähr erhitzen, das Ganze von beiden Seiten einmal kurz scharf in dem Sinne frittieren, dass wir ein bisschen Farbe bekommen, da das alles schon gar ist, muss das nicht lange rein und dann können wir auch schon mit dem Anrichten starten. Wir haben jetzt hier die Sour Cream, dann dazu dementsprechend noch unsere vorbereitete Salsa, die Tomatensalsa und dann kann das Ganze auch schon angerichtet werden. Super einfaches Rezept, super lecker. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch Guacamole dazu machen und dann das Beste natürlich warm genießen. Ihr könnt es aber auch kalt genießen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, kocht das Ganze nach, abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal zum neuen Rezept. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.